Hallo liebe Leute, anlässlich der Diskussion um die Gebührenerhöhung für die Öffentlich-Rechtlichen geht es in diesem Video darum, einen der vielen Tiefpunkte der letzten Jahre herauszustellen. Es gab unendlich viele Tiefpunkte, wir haben die meisten wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, weil wir es nervlich gar nicht ertragen können oder wir auch nicht die Zeit dafür aufwenden wollen, die Öffentlich-Rechtlichen zu konsumieren. Aber ein besonderer Tiefpunkt, der mir in Erinnerung geblieben ist, war das Sommerinterview 2019 Thomas Walde mit Alexander Gauland. Im Folgenden ein paar Ausschnitte. Die Frage ist ja nicht, was haben wir für eine Digitalisierungsstrategie, was halte ich sowieso weitgehend für eine Phrase, sondern wie kann man die Auswirkungen technischer Veränderungen auf die Menschen abbremsen, so sozial verträglich machen, dass eben nicht Arbeitsplätze verloren gehen. Das werden immer einzelne Fragen in einzelnen Entwicklungen sein. Das klingt so, diese Digitalisierungsstrategie hat sowas, keiner kann es genau erklären, aber ich weiß, die FDP hat es mal erfunden und findet das nun ganz wichtig. Es wird ununterbrochen im Bundestag darüber geredet, aber keiner kann mir sagen, was das wirklich ist. Wenn Sie sagen, Sie wissen es nicht. Ich meine, wenn jemand morgen früh wieder an seinen Arbeitsplatz zurückgeht, kann er auch nicht sagen, tut mir leid, Chefin, ich habe von digitalen Dingen jetzt nicht wirklich Ahnung, ich lasse das bleiben. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen sich jeden Tag damit beschäftigen und Ihre Partei hat da keine Alternative für Deutschland. Ich glaube überhaupt nicht. Nein. Haben Sie die bestellt? Wir müssen es mal für den Zuschauern erklären. Es rufen ein paar Zuschauer rein, aber ist so. Okay, wir versuchen es einfach mal weiterzumachen. Ich nehme an, Sie kommen damit klar. Gut, nochmal die Frage. Sie haben da keine Alternative für Deutschland. Ich habe persönlich keine Digitalisierungsstrategie. Okay. Sie sprachen an, man müsse die Menschen schützen. Ja. Neue technische Möglichkeiten bringen ja neue Formen der Wirtschaft. Andere Parteien beschäftigen sich da schon länger mit und haben solche Konzepte. Und ich stelle fest, dass Sie bei all den wichtigen Themen nichts drauf haben. Die Öffentlich-Rechtlichen wollen ja dem Zuschauer, dem Konsumenten erklären, wir betreiben neutrale Berichterstattung. Wir sind seriös, wir sind die ehrlichsten, die nettesten und die engagiertesten, mit am meisten Zivilcourage. Wir alle spüren die Täuschung. Aber es ist nicht immer so einfach, das auf den Punkt zu bringen. Und entscheidend ist es, in einer Diskussion, beispielsweise in einer Talkrunde, die Öffentlich-Rechtlichen zu konfrontieren mit Vorwürfen, sodass man argumentativ das klar machen kann, vom Zuschauer bestehen kann, und nicht, dass dann die anderen sagen können, die Altmedien, die Altparteien, das ist ja der platte Vorwurf der Lügenpresse, das ist alles falsch, sie können da gar nichts sagen. Und dann kommt der Vertreter ins Stottern und ihm fällt konkret nichts ein, was er sagen kann. Das ist das große Problem. Wir alle wissen es, aber es bedarf, Beweise im Kopf zu haben, die man dann auch im Fall der Fälle konkret auf den Punkt bringen kann und dann sagen kann, hier, schau dir diesen Beweis an. Und sie versuchen es auch so zu machen, dass es schwerfällt, solche Beweise zu sammeln. Aber wenn man genau hinguckt, dann fallen einem diese Beweise auf. Und hier in dem Video sind es ein paar Dinge. Allen voran die Demonstranten. Was bei ihnen auffällt ist, dass sie für den Zuschauer sehr gut zu hören sind, obwohl sie von dem Schiff weit weg sind. Sie sind aber ebenso gut zu hören wie Alexander Gauland. Und es ist auch erstaunlich, dass sofort, wenn diese Demonstranten anfangen zu rufen, das ZDF richtet sofort die Kamera darauf, sie sind vom Ton her klar zu hören, obwohl das eigentlich nicht der Fall sein kann, denn es werden Ansteckmikrofone benutzt, meistens auch mit einer sogenannten Nierencharakteristik. Das heißt, es wird der Ton von Alexander Gauland und von Thomas Walde erfasst, aber alle Umgebungsgeräusche sind nicht zu hören. Diese Demonstranten sind aber sofort perfekt zu hören. Genauso laut wie Alexander Gauland, obwohl sie nicht vor dem Mikrofon sind, sondern sie weit vom Mikrofon weg sind, in einer anderen Richtung, mehrere 50, 100 Meter. Das Ganze hat ja auf einem Schiff stattgefunden, die Leute waren aber auf einer Straße und haben von dort aus gerufen. Eine zweite Auffälligkeit ist, dass Thomas Walde ständig Bewertungen einfließen lässt, wie es sonst nicht üblich ist bei Interviews, wie es bei den Grünen oder bei der CDU nicht der Fall ist.
Bislang, um das nochmal festzuhalten, hat die Partei also kein abgeschlossenes Rentenkonzept. Andere Parteien beschäftigen sich da schon länger mit und haben solche Konzepte. Da müssten Sie nicht mal alternative Konzepte anbieten, auch in diesen Zukunftsfragen, in diesen wichtigen Punkten. Das war ja Ihr Abgeordneter, der gesagt hat, Digitalisierung, man braucht jetzt einen Paradigmenwechsel. Der hat das so hochgehängt. Die Rente ist so ein wichtiges Thema für alle. Und ich stelle fest, dass Sie bei all den wichtigen Themen nichts drauf haben. Thomas Walle möchte natürlich suggerieren, er führt harte Interviews. Alexander Gauland wird hart befragt, wie das nun mal ist in den Interviews. Und da soll sich die AfD nun mal nicht beschweren. Das geht allen so. Und wenn die AfD jetzt jammert, dann sind sie unprofessionell und einfach dem Ganzen nicht gewachsen. Es haben sich aber ein paar Leute einmal die Mühe gemacht und die Themenlenkung beobachtet. Welche Themen besprochen wurden und welche nicht. Und hier konnte man klar feststellen, dass sich die Themen, über die die AfD befragt wurde, sich klar von den Themen, über die die anderen befragt wurden, unterschieden hat. Es war in dem Interview auffällig, dass bei den Paradethemen zu der Zeit, das war die Zuwanderung, dass die AfD dazu überhaupt nicht befragt wurde. Stattdessen wurde ausgerechnet Alexander Gauland zur Digitalisierung ausführlich befragt. Das ganze Interview schien nach einem Drehbuch abzulaufen, dass Thomas Walle Gauland die Fragen stellen wollte, die er möglichst nicht beantworten kann, um ihn dann blöd hinzustellen. Alexander Gauland hat aber meistens ziemlich gut geantwortet, sodass dieses Drehbuch eigentlich nicht so richtig aufging und man richtig sah, jetzt sollte das kommen und dann wollte Thomas Walle sagen, ja, Herr Gauland, Sie können es alles nicht beantworten. Die Alternative für Deutschland hat zu den Themen nichts zu sagen, kann Deutschland nicht weiterhelfen. Und ich stelle fest, dass Sie bei all den wichtigen Themen nichts drauf haben. Es ist aber so, dass in den letzten Jahren die Regierungsparteien nicht annähernd kritisch befragt wurden, obwohl sie maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass in Deutschland es flächendeckend immer noch kein schnelles Internet gibt. Gauland hat sich in dem ganzen Interview verhalten, als wäre es ein normales Interview. Er hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Aus meiner Sicht wäre es wichtig gewesen, Thomas Walle hier schon zu konfrontieren für seine Interviewführung. Das ist es, was der Zuschauer erwartet. Denn in Wahrheit wissen alle, jeder spürt, dass dieses Interview nicht fair geführt wird und dass Thomas Walle hier versucht, Alexander Gauland bloßzustellen, die AfD bloßzustellen. Die ganze unfaire Behandlung ist ja den Leuten bewusst. Wenn jetzt Alexander Gauland das aber nicht bemängelt, dann räumt er ungewollt den Berechtigungen ein. Wenn die AfD ihre Integrität bewahren will, muss sie klarstellen, dass sie diese Interviewführung nicht verdient haben, dass diese Art, wie sie behandelt werden, dass es nicht in Ordnung ist. Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass der Zuschauer sich das von selbst denkt. Das denken wir uns selber, aber die Mitläufer denken sich das nicht, sondern die Mitläufer probieren inzwischen den Zeilen zu lesen und denken sich, aha, wenn er nichts sagt dazu, wenn er so behandelt wird, dann ist es okay. Das ist dieser Denkfehler, den die AfD seit Jahren macht. Sie denken, die Leute denken sich dann schon ihren Teil, aber das ist in Wahrheit nicht so, sondern es richtet sich gegen sie, wenn sie es nicht beanstanden. Es ist natürlich einfach. Man sagt einfach gar nichts, man ist nett, man ist höflich und antwortet einfach, da denkt die AfD, so macht man das. Das ist so der Umgang. Aber das ist ein ganz gravierender Fehler. Das sind nicht die Regeln, nach denen die Bevölkerung spielt. Sondern die Bevölkerung möchte hier die Konfrontation sehen. Möchte sehen, entweder dass Gauland sich dagegen wehrt, dann ist es nicht okay. Oder wenn er sich nicht wehrt, dann ist es okay. Diese Plätze, diese Talkshows, diese Interviews sind in Wahrheit Arenen, wo Kämpfe ausgetragen werden. Und die AfD muss sich diesem Kampf stellen. Man kann nicht so tun in so einem Interview, das wäre ein normales Interview, obwohl es kein normales Interview ist. Wenn man hier Normalität suggeriert, dann wird das so interpretiert, die Leute sind einverstanden mit dem, wie sie hier behandelt werden. Wichtig zu bemerken ist, dass Gauland nicht schreien soll, Lügenpresse oder nicht irgendwelche haltlosen Behauptungen machen soll, sondern einfach beschreiben soll, was hier passiert, was dieser Mensch macht. In ruhigem Ton, ganz freundlich, ganz höflich. Die Themenlenkung ist das Entscheidende. Aus der Themenlenkung ergibt sich die Aggressivität. Ruhe bedeutet Kraft. Wenn man schreit, dann wendet man dem anderen seine Energie zu. Gauland will Thomas Walle nicht seine Energie zuwenden, indem er ihn anschreit, Lügenpresse. Das wäre kontraproduktiv. Sondern abfällig, beiläufig bringt er zum Ausdruck, was hier gerade passiert ist. Er ist ruhig,
Klassen wendet Thomas Wall nicht seine Energie zu. Dann wirkt er stark. Es wird immer missverstanden, dass aggressiv bedeutet, dass man rumschreit. Rumschreien bedeutet im Zweifel auch Schwäche. Weil wenn er emotional wird, dann er, wie gesagt, Thomas Walde seine Energie zuwendet. Das will er nicht tun. Sondern am besten, er schaut von Thomas Walde weg, missachtet ihn sozusagen und spricht aber die ganzen Dinge an, die er macht. Aber Alexander Gauland redet eher mit dem Zuschauer als mit Thomas Walde. Weil Thomas Walde es nicht verdient hat, dass Gauland ihm seine Energie zuwendet. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe. Macht's gut. Für alle Spenden möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Sie helfen dabei, den Kanal am Leben zu erhalten. Wenn ihr auch spenden wollt, die Links sind in der Beschreibung. Ich bedanke mich sehr. Macht's gut.